Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde TPP Tribulus Big Pack. Immer noch mit dabei der kranke Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und ja, ich muss das extra nochmal reindrücken. Was? Extra kranke? Warum? Ja, immer noch. Naja, okay. So, okay, also wir haben jetzt ein bisschen Material da reingeschafft in den Bilder. Und ja, dann werden wir mal loslegen, ne, würde ich sagen. So, und los geht's. Los geht's. Ah, das sieht so geil aus. Irgendwie schon. Mhm. Das ist schon was. Ja, vor allen Dingen das Schöne, du baust es einmal in Creative vor, hast dann auch noch das Problem, dass du dann, was weiß ich, hier mit dem. Passt, oder? Ja, oder mit dem Dach, dass du dauernd runterfällst oder so, ne? Mhm. Oh, warte mal, hat der überhaupt die Zäune drin? Zäune habe ich reingetan. Stahlzäune sollten eigentlich noch drin sein. Also. Naja. Okay, dann nicht. Aber ich bin mal gespannt, ob er wenigstens mal das untere Geschoss da machen kann. Mhm. Also bisher sieht es schon gut aus. Stahlzäune, die habe ich von Immersive Engineering, aber das ist anscheinend ein Block. Ein spezieller Block aus dem Mod und die erkennt er nicht. Auch da hinten bei der Schmiede, die ich aufgebaut habe, hat er die Schmiede an sich nicht aufgebaut. Okay. So, wie sieht denn das aus? Was hat denn da jetzt noch alles drin? Das kann raus, okay. Das kann raus, das und das. 6 Dark Oakwood braucht er noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die wird er dann später noch gebrauchen. Cobblestone, Allied Cobblestone Bricks. Nummer 48. Moment, kriegen wir auch noch hin. Allied Cobblestone Bricks. So, rein mit dir. Da hat er nochmal 15, okay, das macht er dann mit den Wedge Slopes, denke ich, ja. So, ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne? Mhm. Ich will nicht wissen, wie lange der da. Oh, da ist ein Besucher. Ja, da drin ist auch noch nichts ausgeleuchtet. Was willst du nicht wissen? Ich will nicht wissen, wie lange wir daran gesessen hätten wir das so oder du so aufgebaut. Also, ich habe eben Creative knapp 2 Stunden gebraucht. Junge, Junge. Mhm. Aber auch nur, weil ich dauernd Pausen machen musste wegen, Husten und Nase schneuzen und dann auch mal Tabletten nehmen und, ja. Bild wechseln. Ja, das auch. Was? Windeln wechseln, sagte. Mhm. Oje. Wie viel Slabs brauchen wir noch? 600. 600, Alter, ich bin echt wahnsinnig. Ein kleines bisschen. 600 Slabs. Ah ja, gut, das ist das komplette Dach. Ja, warte mal, ich kann mich vielleicht auch noch hinlegen. Ich habe ja hier noch ein Bett. Schau ich schon mal, was wir noch brauchen. 910 Dirt. Ja. Hä? Echt? So viel Erde. Keine Ahnung. Nee, warte mal, das kann ja nicht sein. Ja, doch. Doch. Da hat er hier da hinten noch ein paar Löcher und sowas. Also, okay. Das füllt er alles auf. Junge, du bist wahnsinnig. Warum? Auch nur so. Bin ich gar nicht. Ich frag da gleich mal in der Gruppe nach. Okay, Whitestain. Ob du wahnsinnig bist. Achso. Okay. Whitestain Glass können wir auch schon mal machen. Kann man auch. Nee, kann man nicht schüsseln. Nee, das kannst du nicht schüsseln, das musst du mit Bone Meal machen. Ja, das soll ich schon genug haben. Das gehe ich mal schnell machen. Wie viel war das? 138. Glaspaints oder? Ja, Glaspaints. Gut. So, hätten wir das da. Okay, die Slabs, die sind. Oh, 17 Slabs noch. Toll. Aber das reicht. 17 Slabs noch. So, jetzt müsst ihr das Dach fertig haben, ne? Ja, sehr schön. Sehr gut. Mit Microblocks kommt der Mod aber auch nicht ganz gut klar. Okay. Habe ich schon festgestellt. Okay, ich brauche noch ein bisschen Glas. Also, Großteil habe ich schon fertig. Will nur noch ein kleines. Ja. Lowstone Slab brauchen wir noch. Wie viel? Hä? 41. 41 Lowstone Slabs. Warum nicht haben wir noch so viel?
Okay, Glass Paints. Achso, die maximale Baugröße ist, glaube ich, 64x64x64. Okay. Nur mal so nebenbei. Also wenn ihr dann größere Gebäude haben solltet, dann ja, müsst ihr das eben auf zwei splitten. So, den jetzt erstmal chiseln, den Glowstone. Okay, noch 42 brauchen wir. Ein Glas. Dann nochmal sägen. Ja. Nee, hier. Ah. Da ist Glas. Gut. Das soll frisch. Was, bist du an der Crossing Station? Okay, never mind. Nee, bin ich nicht. Gut. Ich will jetzt bloß mal die Beleuchtung mal reinkriegen. Damit das da klappt. So. Macht er noch nicht? Okay. Warum nicht? Ja. Komisch. So, habt ihr mal was auf Rot gemacht, dann White Stainless. Mhm. Ja, ich denke, für ein Wohnhaus ist es ganz okay. Ganz okay, sagt er. Ja, sagt er. Ah, das ist schön, wie die... Ah, Creeper. Was? Ja, da war er. Meine Güte. Mann, so, was brauchen wir denn noch? Werde schon, brauchst du Leuchtstuhl mal aus. Ja, der kam aus dem Haus. Da ist noch nichts ausgeleuchtet. Ja, nix, ja. Sagt man dann so. Hm? Oh, Dirt will er jetzt haben. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, das was er an erster Position hat, das möchte er dann auch immer haben. Okay, ich gehe mal was Dirt hier holen. Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen. Ah, okay. Irgendwie so 12 Stacks oder sowas habe ich jetzt. Ich bin hier weit voraus. Ah, ja, okay, gut. Hast du aus der Baumfarm geholt, ja? Ja. Ja, klar. Ja, gut. Das kannst du gerade wieder zurückbringen. Was? Ja. War schon alles, was er gebraucht hat. Das war doch keine 9 oder 10. Ja, doch. Alter. So, was will er jetzt haben? Eine Fluppe für Mal gucken. Ach, Quarz will er jetzt haben. Ja, super. Ja, das sollte jetzt eigentlich schon durch sein. Okay. Geh ich mal gerade nachschauen. Ja. Wow, ich habe 2 Quarz hier. Aber dafür noch... Ja, du hörst echt nicht mehr zu, ne? Nee. Wo kriege ich denn das meiste raus? Aus der Enrichment Chamber. Das ist doch schon mal gut. Klaus. Ich weiß, dass deins schon gut sein sollte, aber ich möchte meins trotzdem auch verarbeiten. Klaus, das ist dann auch irgendwann. Das ist deins. Ach so. Ah, okay. Ja. Ja, gut. So, 60 Blöcke. Warum? So. Ah, ja, jetzt macht das. So, Quarz ist jetzt im Moment fertig. Nur noch die Snaps. Okay. Ah, ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn das Gebäude fertig ist. Also ich kann schon mal jetzt sagen, es sieht schon wieder besser aus als all das, was ich hier gemacht habe. Ja, wie gesagt, 2 Stunden halt, ne? Und da nehme ich mir halt schon so ein bisschen Zeit. So, was brauchst du denn noch? Ich weiß wieder darüber auf den Turm, den ich gemacht habe, und denke mir nur, da saß ich 4 Stunden dran. Nur am Bauen. Dark Oak Wood Planks 34 Stück will er auch noch haben. Okay, warum er jetzt diesen Glowstone nicht rausnimmt, keine Ahnung. Naja. Ich schätze mal, das ist wieder das Problem mit Microblock. Nee, eigentlich nicht. Nee? Also die Microblocks, die setzt er bloß eben nicht so, wie er es eigentlich sollte. Das ist das einzige Problem. Slap. Dark Oakwood. Oh, hallo. Was denn? Ah, hier ist ein Kollege Zombie. Ah.
Dark Oak Wood Slabs habe ich jetzt. Also hier die Microblock Slabs. 34. Nimmt er die? Ne, nimmt er auch nicht. Okay. Aua! Hä? Aua! Hä? Hey, sag mal! Blöder Zombie hier. Hat mich ein bisschen rumgeschubst hier. Schöne ist, ich habe jetzt im Moment auch keinen Minecraft-Sound. Okay. Oakwood Planks Posts. Ah, okay, die muss ich auch noch machen. Ah. Ja. Ist ja alles gar nicht so einfach. Die Türen habe ich fertig gemacht. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die Dark Oakwood von Exotis, dass die sich nicht stackt. Nee, stacken sich nicht. Gut. Ja. Drei Zäune. Die Post. Ingas Construct Dry Wax wird zum Beispiel auch nicht erkannt. Ah, super. Mhm. So, die da rein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch den Cobblestone Hammer, Cobblestone Slab. Okay. Wie viel? Schon wieder vergessen. Oh, 14. 14 Stück. Hallo. Hallo. Alles schön, dass das Lager so nah ist, ne? Mhm. So, warte mal. Cobblestone Aligned, genau. Gut, die Zäune sind fertig. Ich mach dann mal die Quartz Labs fertig. Ja, das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Jo. So. Hier rein. Und ich glaube, wenn wir ganz fertig sind mit dem Gebäude, habe ich auch schon ganze 10 fertig von den Obsidian. Oakwood Doors. Hä, warum braucht denn der Oakwood Doors? Hm. Keine Ahnung. Gibt's da? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir die. Achso, die sind. Oakwood Door. Wooden Door. Wooden Door. Hä? Werden die Oakwood Door hergestellt? Die ist nicht. Naja, egal. Ah, guck mal hier, ah. Der will erst. Ah! Siehste! Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch. Ah, okay, jetzt macht er das. Jetzt macht er den Rest, was er machen kann. Jetzt dann noch die Slopes. Slopes setzt da komischerweise richtig. Okay, nur noch 5 Laternen und Oakwood Doors. Okay, super. Dann kann ich schon mal den Rest rausholen. Da mache ich gerade die Laternen fertig. Ja, ich glaube, die Türen brauchst du nicht. Okay, Laterne. Weil Türen. Eine Spinne. Hallo. Ich glaube, du spinnst. Ey, und Skelett. Ich glaube, du spinnst. Ist der Dame. Ja, noch ein Skelett hier. Na Wahnsinn. Da eine Spinne. Komm, weg. Ich geh mal hier erstmal rum und guck, ob hier noch irgendwo Mobs sind. Macht das. Nee. Da ist nix. Da ist nix mehr. Da ist auch nix mehr. Sehr gut. Mal unten gucken. Nee, da ist auch nix. Ah, guck mal hier, da habe ich sogar vergessen, was zu drehen. 1, 2, 3, 4. Kann ich die drehen? Wäre super. Nee, kann ich nicht. Schade. Naja. Creeper, ganz toll. Boah, Creeper in der Küche. Ja, super. Was denn? Ah, der erkennt hier die Clear-Glass-Paints von Tinkers nicht. Okay. Nee, aus Clear-Glass kannst du keine Paints machen. Doch. Echt? Ja. Achso, ja, nee, ah, ja, nee, ich war gerade eben bei dem White Stained Glass, sorry. Paints habe ich gemeint. Ich habe auch, das sind auch White Stained Glass, ne? Ja. Ach komm. Hör dich auf mein Gelaber. Ah, dann war schon lange nicht mehr. Gut. Gut, die letzten Laternen und die Türen? Ja, die Türen können wir weglassen. So. Deine Resonant Energy Cell. Darfst du nehmen? Jo. So, ich nehme noch den Bilder. Gut. Ja, dann steht das Haus mal soweit, ne? Ja, super.
Ja, gut, dann gebe ich dir mal eine kleine Führung und kann dir dann auch mal zeigen, was es mit den Microblocks auf sich hat. Also hier ist Küche, so wie gedacht, und das sind die Microblocks. Die sollten eigentlich an der Wand sein. Das sieht ja geil aus. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und den kannst du dann zum Wäscheaufhängen benutzen. Ja, dann eben hier großes Wohnzimmer. Und hier, das sind auch noch Microblocks, die sollten eigentlich auch nicht so stehen. Die sollten gerade sein. Ja, und hier noch obligatorisch, eventuell für den Keller oder sowas. Oder dann oben. Ihr Zimmer. Da hinten ist eins. Oh, sorry. Danke. Das war. Ja, ich habe es gezeigt. Da Ah ist noch ja. eins, da ist noch eins, da ist noch eins. Und hier. Dafür haben wir das Quarzglas, den Quarz gebraucht. Hier soll ein Badezimmer hin. Ah, ist ja geil. Ja, schön groß, geräumig, ne, für vier Mann. Ja, kannst dir im Prinzip auch gleich gerne mal ein Zimmer aussuchen, wenn du Ui. willst. Naja, das ist eins für dich, eins für mich, Tribolo und Marcel. Ich glaube, dann nehme ich mir das hier. Schöner Ja. Klo. Ja. Kannst gerne machen. Ich werde wahrscheinlich das da hinten nehmen. Das Kleinste. Das ist schön gemütlich. Ich werde da eh nichts großartig einrichten. Aber du hast doch noch die Türen, oder? Nee, die sind glaube ich noch in der im Bilder. Nee. Warum habe ich jetzt 12 Wooden Doors? Haben die sich umgewandelt oder was? Naja, ist egal. Aber wegen so ein bisschen Kontrast hier. So, dann kriegt jeder noch eine Tür. Ich glaube oben drauf sind noch Skelette, ne? Was? Oben auf dem Haus? Ja. Ah. Tatsache. Ja, gut, die schießen wir auch gleich mal runter. So, und dann noch die Badezimmertür. So. Ja, das sehe ich Ja. schon. Das ist das Haus. Ich kann nicht nur wieder sagen, ich beneide echt deinen Baustil. Wo sind die Skelette? Ich schätze mal zwischen der ersten Etage, also auf dem Dachboden. Ach nee, oder? Doch. Ach, warte mal. Hover, ja. Oh mein Gott. Ja, Creeper, Skelette, alles da. Hallo. Ja, schieß mich nicht raus. Sollst sterben. Das sieht schon geil aus. So, warte. Ach Mann, ey, weg mit euch hier. So, weg, 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 weg. So, jetzt mal F7 gucken. Ja, alles okay. Warte mal, der Marcel hat mich gerade angeschubst. Mal zurückschubsen, wie geht das jetzt immer? Dein Mut, nee. Relativ weit oben war das. Ah, kleinen Anstupsen. So. Ja, noch das ganze Geraffel hier zusammen. Oh, okay. Nehmen wir mal das weg. So, dann gehen wir zur Feier des Tages nochmal schnell zurück und schauen, wie viel Obsidian wir machen können von den 80. Ja. Das ist so ein schlechter Witz. Ja, hier hat das komischerweise richtig gemacht. Naja, egal. Oh, da ist richtig viel verloren gegangen bei der Version der Energy Cell. Echt? Unter 1 Million RF von 80 Millionen. Ui. Ja, das ist doch schon. Warte mal, was hat denn meine Zelle? Die hat 20 Millionen Elf. Okay. So, ja, gut, passt. Wunderbar. Muss ich bloß noch die Microblocks nochmal richtig drehen und dann nochmal einrichten. Oh. Schön. Aber neues Wohnhaus. Sehr schön. Das passt dann auch zum Stil. Natürlich habe ich das auch mit dem Marcel abgesprochen, ne? Dass ich das umbauen darf. Gelogen. Nee, nicht gelogen. Ja. Nee, das hat er wirklich. So. Gut. Soll ich mir was sagen? Ah. Was meinst du, wie viele sind es geworden? 5. Zwölf. Oh, immerhin. 80 brauchen wir, ne? Ja. So, jetzt mal die Preisfrage. Ach, Mann.
Preisfrage. Och Mann. Ja, erklär ich dir gleich. Ich erklär's dir jetzt gleich. Wo wollen wir das überhaupt hinbauen? Ja. Also ich würde sagen, Nita oder sowas wird sich anbieten, ha? Ja. Ich behalte die dann nochmal im Inventar. Ja, wenn ihr die Wetzel und Energy Zellen noch so Resonant machen möchte, ich habe noch ein bisschen Resonant Enderium, ne? Okay. Kannst du schon. Das ist klasse. Das ist gut, ja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, war es halt auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schaut auch beim Streetigger vorbei und beim Trivolo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.